Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wir immer in 21 zu 9 und wir müssen noch ein bisschen was farmen für Noelle. Aber wir schauen uns das erstmal an. Ach, da brauche ich gar nicht hinzulaufen für. Genau, wir brauchen das hier. Am besten halt direkt in Dila. Nur da wir die Weltstufe verringert haben, kriegen wir jetzt nicht mehr Beutemagier ab Stufe 60 zu sehen, sondern halt darunter. Das heißt, wir müssen dreimal das Ding, was da drunter liegt, farmen. Und das mal zwei, weil wir brauchen noch zwei weitere. Und als nächstes wäre das dran. Nur da gibt es einen Ort, wo wir es gut machen könnten. Und das hier genauso von den heroischen Schützen. Vielleicht haben wir auch Glück und kriegen noch ein paar von diesen Fallen dazu, während wir den hier besiegen. Warum machen wir das? Einfach weil wir müssen unser Team ein bisschen stärken. Wir müssen zum Beispiel auch sie leveln, beziehungsweise ja, der Charakter leveln. Dann brauchen wir halt die Sachen für die Geohypostasen. Und sie ist halt der Schlüssel, gegen sie zu kämpfen. Deswegen dachte ich so, komm, machen wir den Schwert jetzt auf die, wir hatten sie, glaube ich, vor ein paar Folgen auf 60 erst gehabt. Sie jetzt auf 80 hochzukriegen. Damit wir deutlich mehr Schaden machen, dass wir vielleicht sogar an einem Tag mehrere Geohypostasen bekämpfen können gleichzeitig. Oder, ja. Auf jeden Fall schneller. Und wir hatten jetzt auch in den letzten paar Folgen auch für Ningguang ein bisschen was für die Waffe gemacht und vor allem für Kaya. Kaya haben wir richtig krass gepusht jetzt. Denn Elektro hat einen richtig großen Vorteil gegen. Nee, umgekehrt. Eis hat einen richtig großen Vorteil gegenüber Elektro. Und da ja. Also. Und da ja hier die. Ach, Inazuma elektrisch ist alles. Und wir eine Klatsche kassiert hatten von diesem Boss, haben wir jetzt beschlossen, das ein bisschen zu pushen und zu farmen. Nur da das Eis ist, sollte das jetzt schnell gehen. Zack. 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 Hui. Eigentlich brauche ich das nicht mehr so mit den Pfeilen zu machen. Ach, der hat sich hier hochgedrückt. Okay. Zack, zack. Mir interessieren deine Eisbikes nicht. Und fertig. Wieder was Blaues. Von dem Blauen haben wir halt 6 Stück insgesamt. Aber wenn wir parallel dazu das Grüne kriegen. Ach nee, ich glaube, wir sind jetzt in diese Situation gekommen, was ich eigentlich in der letzten Episode erwartet habe. Tour. Es gibt keine Kopfgeldaufträge mit denen da. Kann das sein? Oh, krass, dass wir Kopfgeldmissionen durchspielen können. Gut, dann ist es halt so. Dann werde ich mal sagen, reisen wir zu Cecilia Garten. Dort gibt es nämlich, was ist das hier? Ja, hier gibt es nämlich diese Hörner, diese borealische Wolfszahn-Ding. Davon brauchen wir halt ein paar mehr. Besser werden wir das hier machen, aber unser Team ist noch nicht ganz so stark. Also da fehlt noch so ein bisschen was. Ich überlege gerade, ob ich nicht hier die Chance nutze und meinen Charakter wechsle. Zu Noelle. Oh, Alter, die Liste ist so riesengroß. Gut. Ja, das brauchen wir aber. Die Stufe 80 wird empfohlen. Jetzt sind wir nicht ganz. Überflutete Tal, das hier. Ist theoretisch machbar. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Deswegen fange ich erst damit an. Wobei, nee, wir haben auch immer diese Lieder geschafft. Also machen wir das. Ich überlege gerade halt, Ningguang auszutauschen mit Noelle, damit wir direkt vielleicht eine Geohypostase-Round machen können. Naja, wir müssen sowieso hier. Wir machen das jetzt dreimal. Dafür gibt es ja gerade diesen zweifachen Ertrag. Wenn wir Glück haben, kriegen wir genau die richtigen Sachen doppelt. Hydroschaden. Und das wäre dann auf jeden Fall sehr sinnvoll. Das beschleunigt das Farmen. Es ist jetzt auch wirklich gut, dass gerade diese Aktion ist mit dem zweifachen Ertrag. Weil wenn das nächste Event kommt, werden wir wieder keine Zeit zum Farmen haben und automatisch leveln durch die Missionen. Ach, okay. Das sind alles Wasser. Zwischen den Siegen dürfen nicht mehr als 50 Sekunden vergehen. Was heißt 50 Sekunden jetzt pro Siegen? Ja. Ach, das ist auch limitiert. Na komm schon. Amber, hier. Können wir mit Lisa ein bisschen hier spielen? Da, da, da. Na komm schon.
Boom. Ja, da ist wieder so ein Typ gespawnt. Oh, vielleicht lohnt es sich so zum Ach. Zu früh gedrückt die Ulti, aber naja, gut. Du. Zack. 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 Noch einer? Ja. Hier, lenkt euch damit ab. Oh, der hat die Puppe nicht gesehen. Ja, die Puppe ist doch weiter weg als gedacht. Komm, die Ulti kriegen wir doch jetzt ready von dieser. So. Ich überlege gerade, dass euch die Ulti... Ja doch, komm. Machen wir. Das sind hier viele Gegner. Zack. Ja, die Puppe ist nicht ready. Bleibt drinne. Zack. Ist das Eis? Ja. Nein, Wasser. Ich habe für einen kurzen Augenblick gedacht, ich hätte Eis gesehen. Nein, 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 ich will hier nicht ertrinken. Ich muss sie hier irgendwie zusammenhalten. Weil gerade dieser mit diesem Ring. Zack. Ah, das war es mir wert. Ah. Ich weiß nicht, was für ein Gegner am Ende kommt. Ach, Mist. Na, komm schon. Du. Ich glaube, ich schalte den zuerst aus, weil der geht mir doch langsam auf den Nerv. Ah, ich bin voll in die Blase reingerutscht. So, jetzt müsste ich doch mit Lisa ein bisschen was... Ah, vielleicht doch nicht. Eis. Zack, zack. Schön alle mit der Ulti klatschen. Zack, 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 zack. Ich muss sie halt alle gleichmäßig hitten. Ja, okay. Das ist easy. Alle gleichmäßig lowern, weil wir kriegen ja immer nur bis zu 50 Sekunden Spielzeit dazu. Das heißt, wenn ich alle gleichmäßig verteilen kann, dann immer mich auf einen fokussieren und sozusagen den dann besiegen, damit ich wieder die Zeit zurück resettet kriege. Aber ansonsten, ja. Ja. Dafür, dass wir eigentlich im Vorteil sind. Yes, wir kriegen das. Yes. Dafür, dass wir im Vorteil sind, war das jetzt doch so ein bisschen nervig. Hätte eigentlich schneller gehen sollen, auch gerade mit Lisa. Ich weiß gar nicht, wie... Was muss man bei Lisa eigentlich machen? Das war auch das Problem gewesen mit den... Waffen haben wir? Ne, Waffen haben wir noch nicht auf 80. Ja gut, die braucht die gleichen Materialien. Aber sie als Charakter könnte man ja auch leveln. Da brauchen wir aber noch 3 Bossfights. Schleim kriegen wir zusammen. Nur Lisa werden wir in der nächsten Zeit weniger spielen. Denn wenn wir in Inazuma sind, brauchen wir eher Kea für. Dann lieber auf Ikea die Materialien. Kea und Noelle. Kea ist ja soweit... Ja gut, das sind so Sachen, die kriegt man so nebenbei vielleicht gefarmt. Aber Noelle, damit wir Ningguang stärken können. Weil Ningguang ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Dass sie jedes Mal ihr Spruch loslässt, weil sie so wenig Leben hat, ist ein bisschen nervig, aber gut. Ah ja, Junge. Ulti. Direkt wechseln. Hier die Puppe. Das war kein Treffer. Zack. Zack. Dann haben wir den, der ist ja recht nervig. Ulti ready. Ah, von Amber. Zack. So. Ach, da ist ja einer. Boah, der schleudert sich so krass weg dabei. Dass er einfach erstmal umfällt, ey. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, hier ist die Puppe wieder. Alter. Ach, Lisa hat sich ja mittlerweile... Ah, geil. Stimmt, man kann hier nicht über die Kante laufen. Hab ich vergessen. Jetzt kommt er schon mit Eis. Ach, Eis. Ich sag jedes Mal Eis, weil auf den ersten Blick, wenn alles blau ist, denke ich immer an Eis. Weil ich kenne bei anderen Spielen, dass Wasser eher dunkelblau dargestellt wird, in der Regel. Zack. Hick, hick. Hier. Vielleicht auch Kea. Zack.
Alter, ich komme hier nicht weg. Zack, zack. Ja, Schutzschild hat er noch, aber nicht mehr lange. Nur ich muss auch irgendwie an ihn drankommen. Alter. Ich muss den Charakter wechseln, das war jetzt mir zu kritisch. Zack. Alter, irgendeine Attacke. Wurde geblockt. Alter, voll reingerusht. Na komm schon, Ulti. Ja, jetzt sind die ganzen Slimes dazwischen. Ich wollte den da hier weghauen. Dann muss ich es halt so machen. Ah, eben habe ich es besser gemacht. So ein bisschen gleichmäßiger die Slimes besiegt. Das war besser, weil dann hatte ich nicht so viele Slimes auf einmal immer, wenn ich einen Gegner besiegt hatte. So. Ist mir egal. Mach ich es halt so. Kommen mir noch welche Slimes. Eins fehlt noch da. Du. Gehen. Zack. Zack. Eigentlich können wir die nächste Stufe vielleicht auch regeln, aber es kommt drauf an, wenn jetzt halt dieser Abgrundmagier Wasser ist, vielleicht kommt dann noch dazu Eis gleichzeitig. Also waren ja am Anfang mal Wasser und dann halt Eis. Aber wenn beide gleichzeitig kommen, könnte es richtig tricky werden. Wenn ich einmal nass bin, friere ich mich instant ein und hey, wieder diesen Horn. Hauptsache hier in diesem Dungeon haben wir wesentlich mehr Glück, das hier zu kriegen. Ja gut, die kriegen wir sowieso. Die können wir wieder in das reincraften, aber ja, lohnt sich doch, Cecilia Garten mal zu machen zwischendurch. So, auf ein neues, dann müssten wir die dreimal doppelte Belohnungen ja hinter uns gebracht haben. So, wie sieht's mit dem aus, Lisa? Ja, okay. Vorne haben wir auf jeden Fall die Puppe gesehen. Zack! Rein mit euch. Gib mir mein Schutzschild. Zack, zack. Na, das war knapp. Ich war ja noch in der Bewegung gewesen. Ach, wisst ihr was? Hier. Das Problem ist, sie spawnen diese Sachen immer vom Boden her. Mist. Das heißt, diese Wand bringt mir von Ningguang nicht so besonders viel. Zack. Ach, der weicht im letzten Moment aus, der eine hintere Slime. Wunderbar. Man hat halt einmal stehen. Bam. Ulti ist ready. Direkt drei Stück. Nice. Könnte gleich lustig werden. Du. Machen wir die hier weg. Zack. Ember ist schon ein krasser Charakter. Einfach diese Puppe mit der Ablenkung. Zwar hat Xiangling das halt auch, aber ist ein bisschen anders. Ein bisschen kann halt auch attackieren und so, aber irgendwie weiß ich nicht. Hier die Puppe und dann hau ich mal alle Ultis drauf. So, zack. Zack, 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 zack. Na komm schon. Das sollte eigentlich schneller gehen. Zack. Einfach alles drauf. Wir haben erst 13 besiegt. 16. 17. Ah, das geht doch. Schneller als gedacht. Ich dachte so, wir haben so wenig erstmal, aber. So. Hatte die Puppe gesehen? Jetzt hatte sie gesehen. Ich habe gerade die Blase gesehen. Hauptsache, der hat sich in die Blase reingeschmissen. Na gut, wenn es hilft, aber hat es, glaube ich, nicht. Die Puppe muss ready werden, aber einfrieren.
Zack, 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 zack. This moment will be frozen in time. Zack, zack. Bisschen bewegungsunfähig bleiben. So, und dann kann ich ein was irgendwie drauf klatschen, sobald das Schild weg ist. Ah, ich musste irgendwie dodgen. So. Zack. 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 So, lass den Boden nicht berühren. Ist schon manchmal krass, was das für eine Kombi ist. Wie lange die dann in der Luft bleiben und deswegen halt angriffsunfähig sind. So, das ist jetzt auch geschafft. 3 Runs, 3x doppelte Belohnung. Und wird es wieder das Lilane sein, was natürlich nice wäre. Natürlich wäre auch nice, wenn das als doppelte Belohnung auftauchen würde, aber... Yes, wenigstens haben wir wieder eins. Uiuiuiuiuiui. Geht doch. Geht doch. Ich wollte aber jetzt mal nochmal checken. Da haben wir jetzt für sie genug. Yes. Ja, das hier halt. Bolzenspitzen könnte man aber auch farmen. Das wäre... Ach, wir haben hier diverses. Ach, genau, das, deswegen haben wir auch die Dungeons gemacht. Da kriegen wir jetzt 40 Punkte für das, dann haben wir 350. Weil bei 400 gibt es nämlich hier eine Waffe. Sogar eine recht gute Waffe. Die haben wir zwar bereits, aber die können wir für irgendeinen Charakter nutzen. Genau, doppelte Belohnung heute haben wir. Wir können noch im Aktionszeitraum noch 3-mal das machen. Also sind wir schon wirklich am Limit. Was ist hier? Die Mission, also Legendenauftrag, ja. Ja, da haben wir noch einiges. Was ist hier mit? Achso, hier steht einfach nur, wo was ist. Kurzer Überblick verschaffen. Wo ist der mit den, das hier? Ja. Okay. Ach, das ist sogar der Typ. Ah, jetzt habe ich die falschen getriggert. Weg mit euch. So viele Gegner gleichzeitig. Zack. Boah, der hat kassiert, ey. Na gut, jetzt brauche ich die Ulti auch nicht mehr. So, geh mit deiner stabilen Bolzenspitze. Du, hör auf. Zack. Zack. So, wo sind die nächsten von euch? Hier, dann weiche ich halt diesen Kampf hier aus. Vielleicht kriegen wir hier sogar genug Bolzenspitzen zusammen. In sehr kurzer Zeit. Was ist das denn? Achso, ne, nevermind. Ich hätte was gesehen. Na, komm. Ah, hier gibt es wieder diese. Gut. Brauchen wir eh nicht. Wir sind eh schon bei unserem Ziel. Ist das das hier? Nee. Ach so, hier unten ist das, ne? Ach, wieder so eine Kombination. Aber wieder mit Natur. Irgendwie so. Bam! Ist die Ultis da. Ah, die Puppe nicht. Alter, lass mich doch hier raus. Das ist so heftig geworden. Dass man einfach bewegungsunfähig bleibt. Na, die Ulti hat sich aber gelohnt. Zack. Na, Mist, daneben. Ja. So, das haben wir auch. Dein ist immer noch hier alarmiert. Ach, komm schon. Hör auf, so immer hin und her zu zittern. Da bin ich mir nicht sicher, läufst du oder läufst du nicht. So, Kupferhorn, zerbrochene Maske. Ach, war doch was dabei gewesen für uns. Hier, das, das. Das haben wir. Gibt es denn hier noch was? Wahrscheinlich eher nicht. Das sind nur Dekorationen, schätze ich mal, ne? Gut, dann ist es so.
Das hier können wir vielleicht verfolgen. Bitte nicht nach oben. Ah, okay. Hier ist es ja in Ordnung. Ich dachte, es geht jetzt hier die Wand hoch. Ja, wo ist die Schatztruhe dafür? Diese Dockingstation. Ah, vielleicht müssen wir hier hochklettern. Da oben wäre ein bisschen mies. Da müssen wir echt eine kleine Runde laufen. Ach, das müsste hier sein. Ah, es guckt schon nach oben. Ach, hier ist doch was. Ah, gut, eins haben wir ja schon gemacht, so wie ich das beurteilen kann. Another target tracked down by Outrider Amber. Emma freut sich. Hier waren wir schon länger nicht mehr gehabt. Hier haben wir die Materialien gefarmt, dieses weiße Eisen und diese blauen Kristalle für die Waffen. Da haben wir damals, ich weiß nicht, Folge 28 oder so, für Lisa die Materialien zusammengecraft, also gesucht und gecraftet. Falls ihr die Folge nochmal sehen wollt, einfach oben rechts auf das E-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Hier ist ja noch so einer. Das hat den Vorteil, dass der auch wahrscheinlich sowas fallen lässt, auch wenn es vielleicht nur weiße Wertigkeit ist, aber. Alter. Der muss gehittet werden, damit der erstmal ein bisschen bewegungsunfähig bleibt. Ach ja, ich kann ja mit Ember nicht Treppen laufen, wenn ich ziele. Ja. Zack. Ich wollte euch ein bisschen weiter nach links machen. Jetzt attackiert ihr die Falsche. Na gut. Zack, 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 zack. Ah, das war der Falsche. Den wollte ich eigentlich. Ah. So. Ah, brauche ich nicht. Der hier. Aus mit dir. Zack. 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 Stabile Bolzenspitze. Gut. Hatte der noch was gedroppt oder habe ich das schon aufgehoben? Ich glaube, der hat mir nichts gedroppt. Gut, nicht schlimm. Weiter ein Text. Hauptsächlich auf der anderen Seite von der Ruine. Boah, was das auch für eine Strecke ist da, von der einen zu der anderen Seite zu laufen. Ich meine, für Lisas Material haben wir, glaube ich, 1,5 Episoden gebraucht. Hier soll irgendwo was sein. Ich wäre interessiert, weil hier ist ein Teleporter, kann man halt instant wieder hoch. Bestimmt hier drin, oder? Na komm, zeig dein. Ja. Kenntnis über Erkunden. Verlorene Anemoculus sind in ganz Mondstein verstreut. Sammel diese, bringen. Ja, haben wir doch schon. Also, wieso wird das mir? Naja. Hier kann ich aber mal auch. Ja, Linksklick. Das hier machen. Und mich dahin teleportieren. Dann muss ich nicht nur nochmal klettern. Geht ein bisschen schneller. So, dann sind wir auch schon wieder. Ist der jetzt oben? Ne. Nee, da oben. Dann ist er wirklich da drunter. Wobei, ich sehe da welche. Ist der eine Schütze? Ich glaube nicht. Nee, dann ist er hier da drunter. Ja, wahrscheinlich. Bam! Ja, da ist der ja. Alter. Zack. 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 Hauptsache, der hat die Puppe auch ignoriert. So. Ach, da war ein Bolzenspitze. Ah, weiß leider. Von weiß auf Dingsbruch zu craften, von blau ist schon sportlich auf jeden Fall. Zack. Zack. Du. Alter, bückt er sich einfach. So. Das hier, das sollte auch nichts haben. Ah, vielleicht hatte der doch was. Also war doch ein Schütze gewesen. War ich mir echt nicht sicher gewesen. So, gleiten wir mal rüber. So. Hä? Wie habe ich das denn hingekriegt? Sehen wir hier noch weitere Gegner? Nee, irgendwie gerade nicht, ne? Nö.
Dann war da doch ein Schütze dabei gewesen. Aber da sie ja auch Eis sind, kassieren die ein bisschen. Emma zwar auch gerade, aber ich bin auch durch das Feuer gelaufen. Oh, das war ein Fehler von mir. Und du auch. So. Ah, nichts Besonderes. Yes, sogar grün direkt. Gut, das Übliche. Ist der sogar hier in der Nähe? Nee, ich wollte gerade sagen, so direkt um die Ecke. Ja, aber es ist trotzdem eine Strecke. Müssen wir wieder diesen Weg nehmen. Hatten wir in der letzten Episode, glaube ich, oder in der vorletzten Episode, wo wir die Chin-Chin herausgefordert hatten. Da mussten wir auch von hier dorthin laufen. Das ist halt irgendwo ganz weit oben. Naja. Langsam kriegen wir unsere Pfeilen, unsere Bolzenspitze zusammen. Ich würde... Ja. Okay. War ich genau stuck zwischen zwei Sachen. Der hat auch eine Armbrust. Kann man dann direkt mitfarmen. Ja. So. Ah, jetzt habe ich die Hand getriggert. Oh, der hat nichts gedroppt. Der hat da nichts. Okay, ignorieren wir mal. Gehen wir zu unserem eigenen Ziel. Der befindet sich... ist das da, wo die Schatztruhe ist? Ach, da sind... Ich bin da schon einige Mal vorbeigekommen. Wieso habe ich das nie gemacht? Oder ist das neu? Weil da müsste ich nur die Fackeln anzünden, oder? Habe ich das echt übersehen? Zack. Zack. Wo ist der Förster? Bestimmt dahinter irgendwo, oder? Ach, hier. Meins. So, 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 so. Ich muss halt auf Ember ein bisschen aufpassen, jetzt nicht mehr so viel Leben. Wer von den beiden? Wer von den beiden den Link? Ne, der... Der Rechte, der Rechte. Alter, kann er aufhören, genau so hinter diese Scheiße herzulaufen. Ich will die ganze Zeit auf ihm zielen so und... Ah, Junge. Weil ich halte den für am gefährlichsten, oder am nervigsten, sagen wir mal. Gefährlichsten die alle nicht, aber... Nackenklatscher. Zack. Ulti ready. Ah, den habe ich getroffen. So. Der hat nichts für mich im Augenblick Besonderes gedroppt. Der müsste was gedroppt haben. Yes. Auch wenn es wieder weiß ist, aber... Ah, Pepperoni. Brauchen wir auch auf jeden Fall. Ach, jetzt müssen wir den Weg zurück. Na gut, wenn das so ist, dann machen wir es. Das Löwenzahn ist hier sehr verdächtig. Sieht für mich stark danach aus, dass wenn wir die drei weg haben, spawnt hier so eine Truhe. Plänkerer. Auch interessiert, aber gerade nicht, nicht nötig. Klack, 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 klack. Sind zwei Schützen diesmal. Nehmen wir den hier. Zack. Ich wollte den... Oh, wie fighten die denn? Hamza, der hat sich angezündet. Was für ein Idiot. Zack. Ich muss aber gleich dem Kampfgeschehen beitreten. Zack. Ich dachte, das kriege ich irgendwie so hin. Ulti, solange ich Emma noch hab. Zack, zack. Du. Zack, 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 zack. So, brauchen wir eine Maske. Verdeckte, verdreckte oder verdreckte Maske, ja. Das hier.
Einfach drauf mit den Ohren. Zack. Ach, auch wieder weiß. Mehr Grün wäre nice. Ne. Okay, wo befindet sich der nächste? Oh, bisschen weiter weg hier. Gut. Einfach erstmal sich hier teleportieren und heilen. Weil Emma hat wirklich nicht viel und ich möchte gerne mit Emma, mit den Pfeilen und aber auch mit der Puppe arbeiten hier. Zack. Hier, das. Ach, wir sind hier schon so nah am Berg. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was habe ich getriggert, ey? Mann, ich hasse die. Haben so eine Reichweite. Jetzt muss ich die ganze Ausdauer Dings abbauen. Um zu flüchten. Ja, gut. So, machen wir mal ein bisschen Wasser. Da können wir ein bisschen mit Lisa arbeiten. Bam! So. Hier. Kommt näher. Kommt näher. Alles schön nass. Zack, zack. Der ist weg. Jetzt noch der da unten. Zack. Ach, der hat nichts gedroppt. Zerbrochene Maske. Zerbrochene Maske. Irgendwie haben die nichts Gutes gedroppt, kann das sein? Oder habe ich noch nicht alles gesehen? Ach, da liegt noch was. Das hier. We can't have treasure unaccounted for. Zack. Scharfe Bolzenspitze. Sehr gut. Ich werde jetzt den noch fighten und dann schaue ich mir mal nochmal meine Crafting Table Dinger an. Wie viel wir noch haben. Finde ich da ein Monster? Irgendwas, was ich gerade haben will? Nicht so Lust auf die. Vertreib sie schnell. Ach komm, machen wir einfach. What's the hurry? Freeze! Zack, wir haben sie einfach alle direkt gelöscht. So. Ach, dodge der das einfach. Zack. Na komm schon. Zack, zack. 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 Machen wir das hier. Komm schon. Bitte auf die Puppe. Ah, ja. Ich vergesse es immer wieder. Zack. Bleib bei der Puppe, damit du ein bisschen Schaden kriegst, auch wenn das nicht so viel sein kann. So. Ah, Schleimabsondung haben die hier gedroppt. Naja, gut. Hier, jetzt haben wir wenigstens die Ultis ready und wo befindet er sich? Da unten irgendwo. Hier links ist wieder nur einer. Ah, wobei, da ist der zweite. Den kicke ich direkt mal runter. Füßen hinter ihn. Bam! Alter. Du gehst mir auf den Nerv. Oh, hier war die Puppe. Könnte lustig werden. Zack. Zack. Ja, ich dachte, ich krieg vielleicht noch einen Hit vorher, aber gut. So. Zerbrochene Maske. Alter, die droppen echt kaum. Von den Bolzenspitzen. Das haben wir. Der andere war hier. So, das haben wir dann auch gemacht. Ach, der nächste befindet sich hier. Nee, aber diesmal möchte ich echt gucken, wie viel wir haben. Vielleicht reicht das gerade aus. Ich kann das halt echt nicht einschätzen oder im Kopf behalten, wie viel wir jetzt was haben und so. Das war aber blau, richtig? Die Information ist doch noch richtig. Ah, ja, genau. Abgenutzten Bolzenspitzen blau. Zack. Das könnten wir. Brauche ich das? Ne, das war was anderes, was ich gebraucht habe.
Das hier war das nämlich. So. Aber nee, ich suche wegen was anderem. Das hier. Mache ich das hier. Das haben wir. Das haben wir. Zack. Irgendwie was gerade Interessantes. So. Ach naja, ich drücke immer dieses falsche Ding. So. Genau, wir brauchen eins davon und davon drei weitere. Das ist halt das Problem, wenn man halt Stufen, wie heißt das, Weltstufe erhöht. Für den Ring hat. Dann kriegen wir nicht mehr die guten Sachen. Ach, ja. Abgrundmagier haben wir erstmal alle. Telurischen Schützen. Ah, das könnte ein bisschen dauern. So. Aber wie es dann weitergeht, werdet ihr in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil dann könnt ihr meinen Content nicht mehr verpassen. Ihr seid dann auch immer auf den aktuellsten Stand. Ihr unterstützt mich so am besten und am aktivsten auf YouTube. Ihr könnt dann auch direkt das Glockensymbol mit anklicken. Dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream auf YouTube starte. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich auch öfters mal Kurzclips von anderen Spielen, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos. Egal, Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.